Unser Tourismusfrühstück ist immer eine willkommene Gelegenheit, um mit der Branche in den Austausch zu gelangen. Heute ganz besonders, weil wir die Resultate der Destination Brand Studie vorgestellt haben. Und hier sehen wir uns als Tourismusbranche der Hansestadt Rostock auf dem richtigen Weg. Wir haben eine hohe Bekanntheit. Jeder zweite Bundesbürger kennt Rostock-Warnemünde, wenn es um Urlaub geht. Und ja, ein tolles Kompliment auch, was wir in Sachen Sympathie, in Sachen Besuchsbereitschaft erhalten haben. Also das nehmen wir als Anerkennung, aber gleichzeitig auch als Ansporn für unsere Aktivitäten in der Zukunft. Rostock-Warnemünde, das zeigen die Ergebnisse, hat super abgeschnitten. In den Jahren 2009 bis 2015 sind deutliche Zuwächse zu verzeichnen im Bereich der Sympathie, im Bereich der Besuchsbereitschaft, kurz und lang und auch hinsichtlich der Weiterempfehlung. Die Leistungsträger in Rostock und die Rostocker Warnemünder Tourismuszentrale machen eine super Arbeit. Machen Sie weiter so, setzen Sie auf Qualität und wählen Sie gut aus, auf welchen Quellmärkten Sie aktiv werden. Heute begrüßen wir die Gäste des Tourismusfrühstücks an Bord. Wir haben fast 100 Besucher, die das Schiff kennenlernen wollen, sich über die Tourismuspolitik der Hansestadt Rostock informieren wollen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir bei dieser Gelegenheit das nagelneue Schiff vorstellen können und neue Fans für dieses maritime Event gewinnen können. Dieses Schiff läuft auf der Route Rostock-Gezer und bietet jetzt etwa doppelt so viel Kapazität wie die Schiffe, die wir früher auf dieser Linie eingesetzt haben. Die Passagiere können hier wirklich Seefahrt noch relativ authentisch erleben. Das heutige Tourismusfrühstück steht ja unter dem Motto Markenstärke und Innovation. Und das kann man sowohl für unsere Destination Rostock und Warnemünde sagen, als auch für die Scantlines-Reederei. Denn mit Einsatz der neuen Hybridfähre Berlin bedienen wir genau die Standards, die ja, für Umweltfreundlichkeit und modernen Antrieb stehen. Und daher freuen wir uns, dass wir hier mit der Fähre einfach auch wieder ein neues Angebot für unsere Urlauber und Gäste geschaffen haben.